Nicht wundern, nicht wegschalten. Das hier ist der Kanal von Das schaffst du nie. Ihr seid also ganz richtig. Die anderen sind auch da. Ich bin eingeladen als Partygast. Ich moderiere euch hier heute durch den 4. Kanalgeburtstag von Das schaffst du nie. Und hier sind unsere Geburtstagskinder. Hey! Hey! Hallo! Herzlichen Glückwunsch. Wir sind vielen Spitze Dank. Drauf. Ey. Eva, vielen Dank, dass du da bist und dass hier alles hier für uns gemacht hast. Ja, ich habe hier eben noch den Kuchen angerichtet. Kuchen gebacken hast und alles. Alles besorgt, weil 4 Jahre Das schaffst du nie auf YouTube, 4 Jahre Das schaffst du nie auf Funk, 4 Jahre wahnsinnige Challenges, noch absurdere Strafen. Das wollen wir heute feiern. Hoffentlich mit euch. Ja, also ich bin tatsächlich ganz begeistert, dass du hier diese Feier für uns schmeißt, weil normalerweise macht sowas ja Marc. Und dann könnte man überhaupt jetzt nicht hier entspannt in diese Feier gehen, ja, weil man schon weiß. Weil ihr keine Corona-Maßnahmen beachtet hättet, weil das soll ich natürlich auch dazu sagen. Wir sind alle getestet. Marc desinfiziert sich auch noch mal kurz die Hände zur Sicherheit. Ja, weil er seine Hände immer überall hat. Wisst ihr ja nicht, was heute auf euch wartet. Ne? Also das ist, glaube ich, auch der Vorteil, was ihr nicht habt. Und für mich ist es auch eine Premiere, weil als Kind war ich ja nie eingeladen auf solche Geburtstage. Von dem bin ich richtig nervös, was jetzt da so alles auf uns zukommt und wir so richtig Spaß haben zu viert, nicht wahr? Ja, ja. Spaß. Genau, Spaß, ja, vier Jahre ist ja auch ein gutes Alter. Ne? Ja. Da wird man so langsam, da kann man laufen, springen, hüpfen. Im Kindergarten ist man auch schön etabliert. Da ist man schon ein richtiger Mensch. Absolut. Und der Humor bei der Schaffst du nie ist ja eh immer schon auf einem Pegel-Level gewesen. Also passt das alles. Wir dürfen nicht viel älter werden, sagen wir so. Also du auf jeden Fall nicht. So, wann geht's los? Es geht direkt los. Wie immer bei DSDN haben wir jede Menge Überraschungen für euch geplant. Wir werden gleich 3 Challenges durchstehen heute. Und wer die am schlechtesten durchsteht, auch eine Strafe erfahren. Das ist ein gutes Konzept. Ja, genau. Du findest das Konzept natürlich sonst immer gut, weil du nicht ran musst. Aber heute, ausnahmsweise, wirst du antreten gegen unser Dreamteam Ari und Maini. So. Und mich würde direkt mal von der Community interessieren, was glaubt ihr, wer das hier besteht? Ari und Maini im Doppelpack oder Marc, der mit geballten Kräften da reingeht? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ja. Kannst du mir mal die Süßigkeiten? Selbstverständlich. Ich gehe nämlich zu Geburtstagen, gehe ich kategorisch hungrig. Deswegen geht's schon mal los. Das ist so saubere Dinge, die habe ich schon ganz lange nicht mehr gegessen. Ja, was glaubst du denn? Ich glaube, dass jetzt gerade. Glaubst du wirklich, die sind auf deiner Seite? Nein, auf keinen Fall. Nein. Dafür kenne ich sie schon lang genug, 4 Jahre nämlich. Hey. Nee, die werden jetzt erstmal auf deren Seite sein, aber dann sehen sie, wie ich hier performe. Wie sympathisch du bist, denen. Mhm. Ja. Und dann gibt es vielleicht ein paar Überläufer. Und auf die zähle ich heute. Ja, toll, diese toll, toll. Die sind geil. Ja, also das, schauen wir dann mal. Es gibt ein paar Leute, die an euch gedacht haben, die, glaube ich, sogar auch an dich gedacht haben. Wir haben Glückwünsche unter anderem aus dem Funknetzwerk. Hier ist der erste. Na, dann kann es meine Mutter. Hey, ich bin Lina vom Kanal Lidiro und ich wollte der ganzen DSDN-Bande einen wunderschönen Happy Birthday zum 4. Kanalgeburtstag wünschen. Ich wünsche euch weiterhin sehr viel Kreativität, Erfolg und einfach alles, alles Gute. Zu der Frage, was hättest du selbst vielleicht nie ausprobiert, wenn du nicht YouTuberin geworden wärst? Ich habe auf unserem Lidiro-YouTube-Kanal eine ganze Song-Parodie. Und die habe ich vor ein paar Jahren gemacht, als ich noch in der Schule war. Und an dieser Parodie habe ich mit einem großen Team gearbeitet. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde zwar in meiner Klasse ausgelacht ein bisschen dafür, aber ich wusste ganz genau, dass niemand aus meinen Mitschülern das jemals gemacht hat. Und ich war echt stolz auf diese Arbeit. Es war echt cool. Ohne YouTube hätte ich das wahrscheinlich wirklich nie gemacht. So viel dazu und sonst wünsche ich euch nochmal einen Happy Birthday. Und das war's von mir. Bye, bye. Das war vielen Dank, vielen Dank. Gibt's was, was ihr ohne DSDN nie gemacht hättet? Alles. Ja. Aber was ich hätte ihr einfach dankbar ein schönes sein? Leben gehabt, weißt du, entspannt, ohne Blessuren. 24 Stunden Fahrrad hätte man nicht gemacht. Nee. Okay, das ist das einzig Gute, das muss man wirklich sagen. Ich wollte immer einen Marathon laufen. Mhm. Und das war ja die erste Challenge. Ganz früher, ja. Ganz früher. Ja. Das hätte ich, also da war ich dankbar. Bauchbad. Genau, und danach ging es ziemlich runter. Ja. Ich finde es einfach toll, weil so habe ich immer was zu tun, sehe meine 2 Freunde jede Woche und wir erleben tolle, spannende Abenteuer, nicht wahr? Ich sehe es ja eher so als soziales Projekt für Marc, damit er halt so wieder eingegliedert wird in die Gesellschaft. Genau. Und dafür bin ich auch bereit, Opfer zu bringen, aber meistens ist es ein Opfer. Ja. Das ist unser Ehrenamt. Du bist meistens ein Opfer, ja. Das stimmt. Das ist so. Ja. Aber gibt es auch was, wo du so dankbar bist, wie für den Marathon bei Ari? Also, oder was so dein Leben nachhaltig verändert hat? Dieses Format hat mein Leben nachhaltig verändert.
weil ich jedes Mal wieder aufs Neue Angst habe, wenn irgendwie Marc vor der Tür steht. Ich will nicht, dass mir jetzt schon die Tränen kommen. Ja, ist gut. Aber natürlich, wir sind schon an tolle Orte gekommen. Wir haben irgendwie Sachen machen dürfen, die normale Menschen nicht machen dürfen. Ich durfte mal irgendwie im Auto mit der Handbremse in Parklücken einparken, was jetzt im normalen Straßenverkehr nicht so ratsam ist, ist mir jetzt auch nur bedingt brillant geglückt. Deswegen wäre es im normalen Straßenverkehr auch ungünstig gewesen. Also sowas macht dann schon Spaß, selbst wenn es nicht so gut klappt, weil man so einen Scheiß halt sonst nicht machen darf. Oder ja. Der Roadtrip, den wir mal gemacht haben nach Italien an den Gardasee. Mhm. Gab es eine Reifenpanne unterwegs, die macht mich heute noch, sagen wir mal, glücklich. Etwas ärgerlich, aber ansonsten war das auch ein schöner Trip. Da bin ich mit dem Teppichmesser aus Versehen in seinen Reifen reingefallen. Ah, ja, nicht mal passiert. Ja. Sehr unglückliche passiert. Zufälle, die da irgendwie zusammengekommen sind. Ja. Ja, aber es wird eben oft auch anstrengend und schmerzhaft. Bist aber, du, aber heute nicht, ne? Bist du im Urlaub auch weniger, ich sag mal, risikobereit? Seit das schaffst du nicht. Also das... Freunde sagen, wir springen von der Klippe. Hätte ich, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, woo, yes. Und ich sage, nee, ich oh, heute hätte ich gedacht, man wird eher ich mutiger. Nee, nee. Ich muss nicht, wirklich, muss ich von der Klippe? Ich glaube nicht. Was, da unten nee, schwimmen keine nicht. Haie? Da springe ich. Nein. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich brauche es nicht mehr unbedingt. Also wir holen es natürlich über das Format so hier und da mal den Adrenalinkick. Also ich weiß nicht, ob ich privat unbedingt einen Fallschirmsprung gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Und jetzt auch erst recht nicht mehr, weil jetzt habe ich das schon auf der Bucketlist quasi abgehakt. Dank Marc. Danke nochmal dafür. Es war wunderschön, wie ich mir dort in die Hose gemacht habe. Na gut, aber apropos Bucketlist. Heute, ihr spielt 3 Challenges. Wie schon gesagt, du wirst gegen die beiden antreten. Mit jeder richtig gelösten Aufgabe sammelt ihr gleich einen Punkt bzw. Chip. Die vergeben wir nach diesen Challenges. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wer verliert, muss eine schreckliche Strafe über sich ergehen lassen. Falls ihr beide gewinnt, wird nur einer von euch diese Strafe antreten müssen. Auch nee, wenn, wir nicht, wenn wir gewinnen. Falls ihr verliert, Entschuldigung. Mhm. Falls ihr verlieren solltet, muss einer von euch die Strafe antreten. Wenn du verlierst, Marc, dann musst du. Das ist doch vielleicht ein bisschen logischer. Antreten. Ja. So lass uns das doch so machen, ja. Weil sonst müssen wir uns dann... Ihr spielt zusammen, ihr seid heute ein Team. Genau, das gestehen wir euch zu diesem Geburtstag zu. Das ist spannend. Eva sollte immer da sein. Ja. Es geht gleich viel netter und viel fairer zu. Ja. Ich schaue mir das jetzt mal an, was ihr euch da so ausgedacht habt. Konstruktiv ist mein Thema. Vielleicht fangen wir das direkt mal an. Wir gehen mal hier zu diesen niegelnagelneuen Buzzersäulen, die wir uns zum Geburtstag gegönnt haben hier. Ja, schön. Da ist, glaube ich, unser ganzes Jahresbudget draufgegangen. Ja. Aber toll. Wunderbar. Also... Schön sind die, tolle Farben. Ja. Also, das erste Spiel, die erste Challenge, die wir heute spielen, heißt Mob-Promis. Wir spielen 5 Runden und ich werde euch gleich Fotos zeigen von Prominenten, wo ihr vielleicht auf den ersten Blick denkt, kenne ich doch. Und dann wird euch auffallen, es sind 2 Prominenten in einem. Mhm. Darf ich, weil ich sehr schlecht mit Namen bin, darf ich sagen, der in der Szene das und das gemacht hat, nein. Ohne den Namen zu nennen? Also, Namen. Moment mal, du hältst dich hier raus. Namen. Wir haben hier Eva als Moderatorin und Schiedsrichterin. Ich bin sehr schlecht mit Namen. Sie ist sehr schlecht mit Namen, das ist anerkannt im Ausweis. Aber Max erzählt's ihr. Ihr seid ja auch zu zweit und deswegen würde ich jetzt erstmal gucken, wie es so läuft. Achso, und wie machen wir denn das? Also, ich meine, wir holen hier schon mal einen Flipchart jetzt rein. Sie werden das natürlich auch gleich alle einblenden für alle. Aber wir zeigen euch diese Bilder, dann habt ihr genug Zeit, euch die anzugucken. Wer zuerst meint, beide Persönlichkeiten erkannt zu haben, buzzert und darf dann einen Tipp abgeben. Beide. Und Ari, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich hoffe, dass dir diese Namen in den Sinn kommen. Muss man Vor- und Nachname oder reicht Nachname oder Vorname? Ich hätte natürlich gerne Vor- und Nachname. Also ich weiß nicht, was sich hier bei euch so eingeschliffen hat, aber wir machen jetzt mal... Ja, das ist natürlich das Problem. So dieses hohe journalistische Niveau sind wir bei dir sehr ähnlich. Gründlichkeit, Fakten. Gut, also habt ihr noch weitere Fragen? Ich möchte mal kurz anmerken, wie unfair dieses Spiel ist, dass sie zu zweit gegen mich spielen. Ja, aber wie sollen wir denn die Vorteile? Das ist dir so unfair. Okay, wir fangen jetzt mal an. Ja, fangen wir an. So. Unter unserem goldenen Vorhang. Hier ist Gesicht Nummer 1. Oh, fuck. Bitteschön, ich bin gespannt.
Das ist Orlando Bloom und Matthias Schweighöfer. Nope. Das ist falsch. Ja, Ari? Matthias Schweighöfer? Ja, genau, das genau, ist es. Ja, okay. Ich dachte, können wir uns beraten? Ja, natürlich, wir spielen zusammen. Also, wofür habt ihr zwei Buzzer? Ich möchte jetzt mal kurz... Ich habe jetzt gedacht, Elias Mbarek, aber... Was? Immerhin wäre das ein Name, den du vollständig hast. Das ist korrekt. Möchtest du den jetzt einloggen bei mir? Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass ich recht habe. Elias Mbarek. Das ist korrekt. Nein, nein, niemals, niemals. Das wird doch, ist doch, natürlich, jetzt. Guck dir mal hier die Außenpartie an. Es ist so, wie Eva sagt. Ja, aber vielleicht ist Orlando Bloom das geheime Kind von Elias und Matthias Schweighöfer. Der sieht auch wie Orlando Bloom da. Du hast überhaupt keine Ahnung. Weißt du nicht mehr? Wir zeigen mal die Auflösung. Achtung. Ja. Ah. Da sind die beiden. Das war doch, als wir mit den beiden DSDN Folge 17 gedreht haben, oder? Wo die beiden. Oh, ihr habt mit den... Nächste Folge, nächstes Bild. Okay, hier kommt das nächste Bild. Oh, schwer. Das ist ein bisschen kleiner, damit man das für euch ein bisschen schwerer macht. Ari wagt sich vor, ich bin gespannt. Also, wie heißt der nochmal? Warte, Dirk Nowitzki? Richtig. Ja. Und, warte. Dirk Nowitzki und ich dachte erst der Formel-1-Fahrer, aber ich... würde an deiner Stelle nicht zu viel sagen, wenn du falsch bist, dafür ich, ach so, oder? Ach so, hast recht. Ja, ja, aber... Und, wie heißt der denn nochmal? Oh, Mann. Hey! Nee, sorry, aber ich gebe ihr jetzt noch ein paar Sekunden. Nein, ja. Ey, sie muss drücken und die Antwort sagen. Ja, das... Ari? Sag mal, wer macht denn hier gerade die Regeln, Alter? Wir dürfen uns nicht jetzt schon Corona-Abstand. Streiten. Corona-Abstand! Ey, sorry, sie drückt und braucht eine halbe Stunde. Ja, genau, und so zwar sage ich, der Bayern-München-Spieler, der... Das ist nein, falsch. Der falsch. Auf Beton. Falsch. Auf Beton. Also, ich sage Jaden Smith und Dirk Nowitzki. Jaden Smith? Ja. Auch das ist Scheiße. Falsch. Ja, Sebastian hätte noch eine Chance. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich das für mich jetzt quasi schon... Ich hatte nämlich jetzt schon gedacht, aber... Das ist er nicht. Wegen der, weil die Narbe nicht da ist. Hier, schon, es ist ich wirklich verwirrend. Ne? Ja, das ist Fußball ist falsches, falsche okay. Kategorie. Na, dann okay, also falsch. Löse ich auf. Aber es ist ein schöner Mensch. Ey, wenn das jetzt Formel... Oh, Leroy! Okay. Oh, das war aber schwierig. Ah. Okay. Ja, was erwartest du? Ja, was erwartest du? Vier Jahre, da ist es nicht mehr so leicht. Hier ist Nummer 3. Boah. Auf jeden Fall ein schöner Morph, muss man sagen. Boah, das ist aber schwer. Hä, sind das dieselben? Nee. Ah, das ist aber... Also ich weiß einen. Ja, einer ist klar. Das stimmt schon, es ist... Boah, Alter. Das ist wirklich nicht leicht. Scheiße. Vor allem, es sieht auch wirklich aus wie so ein Phantombild, ne, in ja. dem Fall. Wenn wir buzzern und falsch liegen, kriegt aber nicht Marc den Punkt, ne? Nein. Okay. Boah, das ist schon... Boah, das ist aber echt... Ah, doch, warte. Ich muss kurz... Vielleicht auch jemand, dem ihr tatsächlich schon mal in die Augen geguckt habt. Ja. Ja, das der schon. Der eine ist klar. Aber der andere. Ja, okay, wenn ihr meint, ihr hättet die Augen schon, weil... Okay. Nee, ich glaube sogar, dass ihr beide schon mal getroffen haben könntet. Ach so, ich glaube, ich habe eben nicht die Augen. Ja, also ich glaube auch, dass du die Frisur schon ahnst. Und die Augen, das wollte ich euch jetzt als Tipp geben, sind auch welche, die ihr vielleicht schon mal reinguckt habt bei verschiedenen Anlässen. Das verwirrt jetzt mich. Nicht so häufig, das hilft mir gar nicht, Eva. Das hilft mir gar nicht. Das macht es jetzt nur wieder... Live? Aber okay, haben wir denn... Was sind das denn für Augen? Männlich, weiblich? Können wir schon mal überlegen. Habt ihr da eine Ahnung? Ach so, geht natürlich auch. Man kann natürlich auch hier Transgender quasi morphen. Morphgender. Genau. Morphgender, ja, okay. Ja, da muss man natürlich nochmal neu denken. Weil ich war jetzt voll auf zwei Männer. Ich auch. Gesichter. Ich bin ja auch gespannt, ob die Community gerade in den Kommentaren miträt. Regie, haben wir da schon was Richtiges oder fällt es der Community genauso schwer? Alle liegen richtig. Die Community weiß es teilweise schon. Ja, die sind halt einfach schlau. Okay, also wollt ihr mal was versuchen? Nee. Nicht mal das? Aber pass auf, also es sind beides Funkkollegen. Vielleicht... Ist das jetzt ein wertvoller Tipp? Ja. Ja, den einen hätte ich. Ja. Mann. Das gibt's doch nicht. Okay. Also ich komme nicht drauf. Ich gebe euch noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6. Ich muss nur einen sagen. 5, nur einen sagen? 4. Doch, oder? 3. Aber das, 2, 1. Nee. Dann sagt, jetzt hat sie zurück, jetzt abgezählt. Jetzt können wir vielleicht das nächste machen. Ach so,
Also jetzt dann hätte ich raufgehauen. Nee. Keine Auflösung? Doch, ja klar, die Auflösung so, kriegt ja. ihr, nur keine ja. Punkte für Ach so, euch. Ich dachte, hier ist die Auflösung. Aurel. Ja, Aurel war klar. Und Mirko Dratschmann, a.k.a. Mr. Wissen to go. Grüße gehen raus. Ist ja krass. Das ist ja schon fies. Fies. Ja. ja. Aber nur seine dafür haben wir es hier schon größer gezogen. Ich meine, okay. Ja, aber ich meine, zwei Versuche habt ihr noch. Yes, cool. I know. Ach du Scheiße. Nummer 4. Also der Mann ist klar, aber die Frau, auf die komme ja. ich nicht. Ja, geile Frise, Alter. Ja, haut rein. Das Hemd kriegt man nicht mehr, ne? Nee, das ist raus. Mhm. Traut ihr euch? Interessant, dass das jetzt... Boah, das ist aber auch schwer, ey. Okay. Also wenn es das Marc? Ist, dann ist es... Es ist die Ari und es ist der Meinberg. Das ist richtig. Ich will sagen, was du selbst nicht erkannt hast. Boah, ist ja krass. Zeig mal deine Nase. Da wurde auch wirklich sauber gearbeitet. Meine Nase dran. Guck mal, hier so ein leichtes, leichtes Bärchen. Hier haben wir einmal die... Genau. Crazy schön. Ja, okay. Gar nicht schlecht. Und ich meine, es ist jetzt auch bartmäßig genau die Zwischenstufe, Manni, zwischen dem, was du mal hattest und dem, was du jetzt hast. Ah, ich bin sehr enttäuscht. Das ist Boah. Wirklich krass. Also, wir sollten keine Kinder kriegen. 1:1. 1:1, das heißt jetzt... okay, jetzt ist aber Konzentration. Jetzt kommt Runde 5. Ihr habt schon zwei nicht geschafft. Ist schon ziemlich erbärmlich eigentlich. Dein Niveau ist zu hoch. Also, hier die letzte. Oh. Oi. Gut. Mr. Wissen to go und Aurel. Heißt weiter wie? Merz. Aurel. Richtig! Ja. Richtig! Oh, sehr gut. Ein weiterer Punkt für unser Dream Team. Damit habt ihr diese Challenge gewonnen. Sehr gut! Sehr gut, sehr gut, Ari. Ja. Du warst sehr gut, ich war schlecht. Den Punkt natürlich. Natürlich haben Ari und ich uns gerade erkannt. Absolut. Wir wollen dir einen Punkt schenken. Ja, einen weil dann die verteilen wir jetzt auch. Das Flipchart wandert, glaube ich, irgendwie wieder raus. Und wir an den Tisch, weil jetzt gibt's Torte. Ja, Eva, so machen wir es immer, weißt du? Erstmal, deswegen sagen wir auch Ehrenamt, ne? Vorarbeit. Nett zum Marki sein, wenn man merkt, wie bei Kindern, wenn man merkt, es läuft nicht gut, läuft man ein bisschen langsamer. Es ist ja sonst auch nicht spannend. Wenn Marc gar keinen Punkt kriegt, ist es nicht spannend. Mehr als drei Leute ist der Redaktion anscheinend nicht eingefallen. Naja, immerhin, also wir hatten ja mal 8 Leute verschiedentlich gemobbt. Also wir können jetzt hier mal, würde ich sagen, Stößchen, oder? Willst du den mal aufmachen und diese Torte anschneiden? Vielleicht? Also ist eine echte Torte. Ich schneide mal diese Torte an. Da ist so ein Papier dran. Ah, da ist Papier dran. Wie geht denn das? Ich finde auch schön, dass ihr eure Kindergeburtstagsplaylist mitgebracht habt. Ja. Wer hat denn die Musik ausgewählt? Das ist ja toll. Eva, was ist denn deine Lieblingsfolge? Das schaffst du nicht. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ein Trauma von der, tatsächlich auch vom, von den Bäume einpflanzen damals. Ah, im Regenwald. Das war sehr anstrengend. Das habe ich sehr gefühlt. Ja, und jetzt? Beim Gucken. Hm. Ja. Haben wir, was ist das hier? Will niemand den hier ploppen? Doch. Lassen? Hier auch noch so ein Ding. Ach, jetzt machen wir es uns richtig gemütlich. Ja. Doll. Setzt euch doch zu uns an den Tisch. Genau. Genau. Also sag mal, sind mehr passiert hier heute nicht mehr. Sind in den Geschenken hier... Geschenke? Geschenke. Oder ist das wie immer hier beim Fernsehen und Internet? Wir können das später noch rausfinden. Jetzt gucken wir erstmal hier. So, ja, macht ihr zu Hause doch auch mal euch ein paar Süßigkeiten auf. Ja, genau. Setzt euch an den Tisch doch. Einfach mal die Lehne auch vom Gaming-Stuhl nach hinten stellen. Holla! Boah, Eva! Ja, deshalb haben wir sie eingeladen. Also, ich habe hier, ich weiß nicht was. Ich bin jetzt nicht sicher, wie das hier rausschießt, Leute. Kamera, Leute. Das sind die Momente, wo ich immer einen Schritt zurückgehe. Aber das ist auch der alkoholfreie. Wer möchte denn mit Alkohol? Ja. Ich bringe mich auch direkt mal. Ich muss mir jetzt hier nicht so genau sagen, dass. Oh, danke schön. Zack. Geil. Okay, ich stelle den hier hin. Ich möchte auch nochmal hier ein hartes Appreciaten für meine Hose, die ja total im Das schaffst du nie Look ist. Ja, Respekt. Moment, jetzt kriegt ihr also Torte und noch Benjamin Punkte. Blümchen, das heißt, zwei gehen rüber zu. Ja, du kriegst schon mal einen. Und Ari und meinen kriegen schon mal zwei. Wie ist denn das? Das ist doppelt so viel, ne? Das ist doppelt so viel leer. Also, ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich die Torte mag. Weil du musst ja reden als Einzelner. Ja, So, hier Stückchen Torte. Das wird schön alles aufgegessen, Leute. Mensch, das sind ja alles, das sind ja Highlights, hier wird ja Internetgeschichte geschrieben. Also, ich weiß, ihr habt euch das sicherlich genauso spektakulär vorgestellt, wie es auch tatsächlich ist. Schön warm ist die auch. Mmh, ist die warm. Ja, schön. Steh ich hier noch ein bisschen.
So. Das ist auch keine Eistorte. Also, während wir jetzt hier unseren Kuchen essen, warte mal, Gabeln haben wir auch, extra groß zu den großen Stücken. Passen wir mal durch hier für die beiden. Haben wir auch einen weiteren Videogruß für euch. Ui. Merci. Gucken wir mal rein. Epileptische Anfälle. Vier Jahre, das schaffst du nie. Oh Gott, das Eiderwei, mir platzt der Sack. Ich wünsche euch alles Gute. Ja. Und du willst auch auf der Kamera drauf sein. Dann genau, sag auch danke, sag einen Satz. Ich wünsche euch alles Gute und auch weitere vier Jahre. Ich hoffe, dass wir weiterhin öffentlich-rechtliche Kollegen sein dürfen. An welches Catering, soll man beantworten, welches schlechte Catering musst du denken in deiner Vergangenheit? Da wir nicht die finanziellen Mittel haben, uns Catering zu besorgen. Was du bekommen hast mal. Ach so, bisher, ich bin mit allem zufrieden. Ich mag auch, ja, ich habe meinen kalten Blumenkohl bekommen, habe ich auch gegessen, also... Alles gut. Benni isst gern grobe Leberwurst zum Catering. Mag ich nicht. Stimmt. Merkt euch das bitte mal. Stimmt nicht. Alles Gute auf die nächsten 10 Jahre. Tschüss. Dennis guckst. Was hat er gesagt? Das ist der letzte Satz? Dennis guckst. Ah. Der eine ist Leberwurst und der andere guckst. Ah, ja. Also, ich weiß nicht, ob das ist. Seit dem Comedy nicht durcheinander. Seit dem Comedy-Preis sind sie irgendwie... Sie haben die Bodenhaftung verloren, die zwei. Ja. Ja. Leberwurst ist sehr bodenständig. Ja, also... Was war denn euer schlimmstes Catering, die Frage? Das ist heute unser erstes Catering, was wir jemals hatten in der DSDN-Geschichte. Was? Deswegen... Es gab doch Sachen zu essen. Ja, schon mal wieder irgendwas mal. Also wir waren ja auf Forsten. Da leider kann Marc da wenig zu sagen, weil er nicht beim Drehort war. Ja, warum nicht? Und da hatten wir sehr gutes Catering. Sehr schöne Boxen mit, was war da drin? Ich glaube, Reis und so indonesisches Zeug, also richtig schön. Dann hat es ja leider, weiß ja keiner, so ein Platzregen gegeben, so 12 Stunden nur, ja, ne, wenn die Sonne untergeht. So. Und das, dieses Verwässerte, da, war, da musste ich sagen, die Aromen schwimmen dir auch davon. Mhm. Wie deine Würde, ja. Und das war nicht vom so Catering nicht so gut in der Kombination. Aber das Essen an sich sehr gut. Gut, immerhin. Musst du als Moderatorin nüchtern bleiben? Ich fürchte. Okay. Also ich weiß ja nicht, was hier noch passiert, aber das, da würde ich ganz gerne vorsorgen. Nicht, wofür du nüchtern bleibst. Deine schlimmste Catering-Erinnerung? Ich glaube, als ich 24 Stunden im Whirlpool lag und da ja irgendwann natürlich auch Hunger bekommen habe, Durst bekommen habe, aber natürlich ein bisschen das Problem hatte, dass wenn man dort konsumiert, dass man natürlich dann Schwierigkeiten hat, das dann hinterher wieder also wegzubringen. Deswegen war das ganz insgesamt unangenehm, dieses Thema mit diesem Essen und Trinken. Und ich glaube, das Schlimmste, was ich gegessen habe, war diese scharfe Chili bei der Chili-Strafe mal. Danach, das kann man wohl nicht Catering nennen. Nee, das war jetzt nicht Catering direkt. Das war sehr, sehr schlimm. Ich glaube, ich weiß, worauf deine Frage anspielt. Das ist ja die Frage von den Jungs. Ja, aber ich wurde gefragt, ob ich das Bild senden kann. Ich will jetzt nicht sagen, wo es war. Ach so. Ja. Ja. Das Bild sollte ich nämlich schicken. Ich weiß nicht, ob sie es hier haben, aber was ich will erst... Gibt es das Bild eigentlich? Regie? Ja, hier. Oh ja. Ich will nicht sagen, wo es war, aber das war... Bisher das Highlight, Kate. Das war in so einem... Sagt jetzt nicht mal die Challenge? Das war in einem Hotel? Das... Nee, das war kein Hotel. Doch. Sagen wir mal, es war... Gegen Geld kann man da schlafen. Dann ist ein Hotel. Also es war auch nicht das, was wir... Es war sowas... Es war ein Hotel. Ja. Wir sollten, glaube ich, nicht sagen, wo es war. Das ist ja auch gemein. Aber, das ist gemein gegenüber den Leuten, die da jetzt hinfahren und dann auch diese Pimmelbulette da essen müssen. Auch das hat irgendjemand gekocht und war wahrscheinlich glücklich mit seinem Werk. Also von dem wollen wir nicht zu nahe treten, aber diese Kackwurst lag auf meinem Teller, ja. Ja. Okay, cheers. Darauf trinken wir und auf 4 Jahre DSDN. Prost. Auch. Enchanté. Vielen Dank fürs Prost. Hier abonnieren, liken, angucken und so weiter. Macht das mal die nächsten Jahre bitte weiter, dann auf feiern euch. Wir nochmal mit euch. Ich glaube, die Community hat auch so gute Snacks und Drinks da. Sie hat uns auch ein paar Fragen für euch geschickt übrigens. Ah, per Video. Mhm. Uha. Hallo, liebes Das schaffst du nie-Team. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe eine Frage, die geht an alle drei von euch. Und zwar wollte ich wissen, wo bei euch die absolute Grenze ist. Also, dass der gute Geschmack offensichtlich keine Grenzen kennt, das stellen wir ja so fest, wenn wir eure Videos gucken. Aber habt ihr irgendwo festgelegt, wo absolut Feierabend ist? Nee, das stimmt nicht. Warum glauben immer alle, der gute Geschmack hat bei uns keine Grenzen? Der hat schon Grenzen, aber es wird ja immer wieder rausgezogen. Er ignoriert sie einfach. Ja. Er ignoriert sie. Nein. Doch. Doch. Nein. Aber gibt es was? Also gibt es Absprachen, wo ihr sagt, nein, Marc, weißt du, das geht nicht, das ist einfach zu viel? Es geht nicht, dass du einfach mit dem
Tapeziermesser in meinen Autoreifen reinrennst, das ist eigentlich eine klare Grenze. Nein. Doch, ist weil es unfair ist. Okay. Es geht nicht, dass du beim Verstecken spielen eine Überwachungskamera verwendest und irgendwelche GPS-Dinger da. True. Der Schmerz sitzt immer noch tief beim Verstecken. Das merke ich auch bei der Community. Das war wirklich, das war das Schlimmste, was ich, glaube ich, je ihr angetan habe. Aber tatsächlich, so eine wirkliche Grenze haben wir irgendwie nie festgelegt. Ich meine, von den Challenges her. Irgendwie. Ausziehstellen. Aber das ist ja auch das Schöne an, das schaffst du nie so. Also die Ari möchte sagen, sie möchte sich nicht gerne vor der Kamera ausziehen. Nein, nee. Du würdest schon. Er würde sich gerne ausziehen, ja, aber das will wiederum da kenne ich Grenzen. Ich meine, auch dazu könnte es heute noch kommen. Nee, was? Dann schauen wir mal. Erstmal haben wir noch eine weitere Frage von Justin für euch. Hallo Marc, und zwar würde mich interessieren, ob du nach einer Bestrafung schon mal ein schlechtes Gewissen hattest und ob du dich vielleicht schon mal bei der Ari oder beim Sebastian nach einer Bestrafung entschuldigt hast. Und gibt es für dich auch Grenzen bei einer Bestrafung? Das darf ich ja ehrlich mal beantworten? Nee, natürlich habe ich noch nie bei denen entschuldigt für irgendwas. Nein, das ist ja... Nein zu was? Nee, ich habe mich noch nie entschuldigt. Sie sind ja zurück und verhärten hier gerade. Ja. Nein, es stimmt, er ist ehrlich. Zumindest das will ich ihm zugutehalten. Ich habe mich schon mal entschuldigt. Und zwar als der Wrestler, schöne Grüße, im Ring hat Marc ein bisschen hart angefasst. Das war in Ordnung, aber die Rippe ist, glaube ich, dann hinterher geprellt gewesen. Ja. Ach, so eine kleine Rippe. Ich konnte fucking 3 Wochen nicht schlafen. Und ach Gott, ja. Dafür habe ich mich dann entschuldigt, weil es wäre für mich auch okay gewesen, wenn es keine Rippenprellung gegeben hat. Das war eben ein Unfall. Ja? Sowas kann passieren. Sowas kann passieren, ja. Aber dafür habe ich mich entschuldigt. Ja. Gab es noch andere Unfälle eigentlich? Es gab einige Unfälle. Da habe ich mich bei der Ari schon mal entschuldigt. Stimmt. Bei was? Vielleicht mit dem kleinen Kabolch mit dem Auto. Als ich Donuts gefahren bin. Oder Benzin so raus. Was war das ulkig? Falls das irgendjemand von euch nicht gesehen haben sollte, Ari und ich, als wir in der Wüste waren, hatten wir so einen Sandbuggy. Und ich sag noch, nein, wir machen keine Donuts. Du hast ja das gesagt. Wir und dann fahren da direkt. Genau, das war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Dir? Ja, wirklich. Und dann aber irgendwie haben wir uns überschlagen dann. Ja. Und die Ereignisse da habe ich, sagen wir mal, 99,9% der Schuld, musste ich sagen, habe ich dann schon ich. Boah, da war ich aber richtig sauer. Alter, war ich das. Man sieht die Narbe immer noch, ne? Ja, da kann ich, hier, da kann ich kein Tattoo hinmachen, weil ich möchte auch kein Augenmerk da drauf ziehen. Bei mir auf der Hand sieht man es auch noch ganz leicht. Ja, so ist das. Also das Berufsrisiko. Ja. Dumm war jetzt in dem Fall, dass es halt, dass Ari auch drunter leiden musste, unter meinem Berufsrisiko. Ah, kann vorkommen. Okay. Also du merkst, sorry, Sebastian muss sich komischerweise öfter entschuldigen für irgendwas. Ja, vielleicht aber auch, weil er andere Standards hat. Genau, andere Wertestandards. Ach so, ja. Und Ari, sag mal, Versteckspielen ist besser als mit dem Auto umkippen. Das macht ihr schon immer öfter, oder? Ja. Und immer an besonderen Orten. Ja, ich frage mich auch, liebe Community, jetzt mal eine Frage an euch. Warum ist ein GPS-Tracker unfair, aber ein Mantrailer-Hund, der Monate später im Wald Fährten lesen kann, über Kilometer. Hund. Das ist natürlich in Ordnung. Easy. Aber das war echt so schön. Also das hat mir wirklich unfair. Spaß gemacht. Die sind da, das sind Maschinen. Ja. Du bist auch eine Maschine. Ja. Das stimmt. Wärst du auf dem Dach geblieben, hättest du gewonnen. Ist immer noch meine Meinung. Die Trainerin hat gesagt, habe ich sie nämlich gefragt, wer das Dach doch besser gewesen hat. Die gesagt, nee, das schlägt der unten an und dann ist der ganz unruhig und dann weißt du, du musst aufs Dach. Ich hätte es nicht. Aber Marc wäre nicht aufs Dach gegangen. Stimmt. Die Frage ist halt, wie das noch zu toppen ist. Und da kommt ja auch unsere Community ins Spiel. Da kommt unsere Community ins Spiel. Ja. Sehr gerne. Und deshalb hier auch live und in Farbe ein Aufruf an die Community. Habt ihr eine Idee, vielleicht sogar bei euch, wenn jetzt euer Vater, eure Mutter... Ein großes Haus auf oder Mallorca. Eine Yacht. Genau, Mallorca. Sowas. Finca. Wo wir bei euch vielleicht eine Runde Verstecken spielen können. Mhm. Mit einem Pool oder auch wenn gerne. Wenn euch da was einfällt, einen Tennisplatz. Schreibt es in die Kommentare. Wir werden sie alle lesen und dann den besten Ort aussuchen und da Verstecken spielen. Mhm. Ja, das ist gut. Und also wehe, das ist kommt tatsächlich, ne? Das machen wir wirklich. Ja, ich will nicht Kinderzimmer. Das wäre ein bisschen zu einfach unterm Bett. Aber vielleicht hatte jemand eine tolle Idee bei sich im Ort oder irgendwo anders, wo man tatsächlich eine echte
faire Runde verstecken. Vielleicht kommst du dann am besten wieder mit und passt da so ein bisschen auf, dass das auch wirklich... Als Schiedsrichterassistenz. Ja. Ja, dass es wirklich nach allen Regeln des internationalen Versteckenverbands vorgeht. Wir haben ja schon mal mit Schiedsrichterin gespielt. Ja, und da war es fair, da habe ich nämlich auch gewonnen. Ah ja, nee, das fand ich nicht gut. Ja, das schauen wir mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter üben, sehr genau die Regeln einzuhalten. Wir kommen nämlich zu unserer zweiten Challenge, weil ich auch langsam raus... Also ich bin auch sehr scharf auf diese Strafe und wir wissen, wer die nachher macht. Aber spielen wir What's in the Box? Und dafür müssen wir jetzt hier einmal ein bisschen... zusammenräumen. Oh nein, hallo. Der Benjamin Blümchenkuchen. Ich habe schon mal aufgegessen. Ja, wollt ihr noch schnell ein Stück haben? Nein. Nee, wir haben ja hier auch noch mehr. Also nur, dass der halt nicht, dass den jetzt hinter den Kameras alle Leute hier wegfressen. Das ist ja unser Geburtstagskuchen. Nein, also, ihr kennt What's in the Box. Mhm. Wir haben für euch zwei Boxen jetzt vorbereitet. Denn Marc, du darfst heute auch mal zugreifen. Sind hier Tiere im Raum anwesend? Das sehen wir dann. Ich glaube nicht. Heute ist Geburtstag, heute haben wir alle viel Spaß und sind gut drauf. Keine Schlangen. Ja, mich machen diese Boxen aber schon auch nervös. Ich mag das auch nicht. Ich mag das lieber, wenn Marc seine Hand da reinstecken muss. So, Moment. Boah, schöne Box. Das ist gar also auf jeden Fall könnt ihr auch bitte einmal schon mal das Desinfektionsmittel rumgeben. Und da ist die Tarantel jetzt schon drin? Oder? Nein, das kommt gleich. Ihr müsst euch jetzt einmal die Augen, die werden wir auch verbinden. Die Augen verbinden? Ja, beziehungsweise wir haben, glaube ich, so Brillen. Wo sind die denn? Ich glaube, die... Achso, die liegen in... Warum muss ich mir die Hände desinfizieren? Ist da jemand wegen drin? Wegen der Tarantel! Oh Mann! Aber dann eigentlich auch, kann dann schon... Machst du jetzt bitte mal? Es kann doch jetzt kein Tier da drin sein. Die weil Brillen, genau, könnt ihr euch aus der Box ich nehmen. Ich habe zu viel Mittel, bitte? Desinfektion. Okay, das ist üppig. Aber lieber zu viel als zu wenig, ja. Ari. Wo ist es denn gelandet? Ich möchte das jetzt einmal... Oh, das ist aber... Puff! Also manche Dinger machen schon high. Ne? Das YouTube-Geruchsfeature kommt ja vielleicht auch. Also ich bin ja Sherlock. Das heißt, wenn wir uns die Hände desinfizieren müssen... Kann kein Tier drin sein. Nee, ist vielleicht eine globale Pandemie. So, also einmal eingreifen bitte und eure Brillen rausholen. Wir haben keine Brillen, oder? Die sind da drin. Doch. Also die sind da noch drin. Ja, aber jetzt sollen wir reingreifen und die Brillen rausholen und dann schnappt man hier was zu. Holt erstmal die Brillen raus. Und wir greifen jetzt von beiden Seiten rein. Ja, genau. Ihr dürft jeder immer eine Hand reinstecken und das zusammen erraten. Auch hier wieder. Aber es geht nicht, wenn du sagst, Aris Hand, meine ich. Ja. So sieht sie aus, merkst du dir. Hier mit dem Bobbeln. So, also einmal die Brillen. Da müsst ihr jetzt keine Angst vor haben. Voll, ich krieg wieder die Kackbrille. So. Wie hattest du im Klettergarten? Ich glaube, da hängt sehr viel Angstschweiß mit drin. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Regeln, bevor ihr jetzt hier gerade visuell verschwindet? Wir spielen 5 Runden, legen euch da gleich Gegenstände rein. Und 5 Runden? Ja. Oh. Nicht dein Ernst. Was hast du gemacht? Ich hab's nur knallt. Marc hat das kaputt gemacht. Ah. Nein, die ist nicht kaputt. Alles gut, alles im Griff. Jetzt ist der Moment, wo die Werbung eingespielt wird. Hast du jetzt wirklich deine Brille kaputt gemacht? Absichtlich aber. Setzen Sie, zeig mal kurz, was ist denn jetzt kaputt? Ich habe hier diesen Nupsel abgebrochen. Ja, okay, jetzt geh mal, zieh mal an. Jetzt brauche ich wirklich einmal Gaffer. Wie landen hier so Sachen? Ja, hinter dir? Ich habe tatsächlich noch drüben eine andere Brille gesehen. Diese eine liegt da. Was, du hast gar nichts? Doch, da liegt noch eine Brille. Okay, da ist Gaffer. Wir tapen dir die jetzt fest, Marc. Da ist noch eine Brille. Da macht man einmal eine Live-Geschichte. Stopp. Marc? Leute. Ja. Das darfst du vielleicht auch mal nicht sehen. Du darfst auch mal nicht alles wissen. Das ist er einfach auch nicht gewohnt. Ne? Ah. Gaffer ihm jetzt komplett die Augen zu. Die gute Nachricht ist, da war kein Tier. Nee, das ist auch wenn dann noch in der Tür davor. Also jetzt setz sie auf. Wie lange hat diese Brille bei unseren Challenges gehalten? Jetzt kriegt sie Marc 10 Sekunden in die Hand, weil sie einmal aufsetzen. Und schon unterbricht es hier das ganze Programm. Ja. Jetzt seht ihr einmal, wie das tatsächlich ist. Hebt ihr die an den Kopf jetzt? Weil das schaffst du nicht. Ja, das kriegst du schon auch einmal. Marc ist mit den einfachsten Aufgaben überfordert und hält alles auf. Ist doch schon. Seid froh, dass die Videos sonst geschnitten sind. Ja, weil da kann man immer diese Umbaupausen rausschneiden. Gute Moderatoren zeichnet aus, dass sie diese Pausen hier überbrücken. Ja, mache ich doch gerade, indem ich den Leuten die Wahrheit erzähle. Ja, super. Ja, ich mache das in freundlichem Grundton, wie sich das gehört. Eine schöne, entspannte Geburtstagsfeier. Warte. Es riecht nach Angstschweiß von Sebastian. Das hier mach mal richtig. Ich will nicht, dass die mir hier gleich abplatzt. Das ist noch krumm. Okay, Eva, wir sind bereit. Okay. Ja, ich krieg keine Luft mehr. Das ist schon wieder unfair. Diese Brille hatte ich die ganze Zeit im Klettergarten auf. Da habe ich auch keine Luft bekommen. Das war wirklich eine blöde Idee, ja. Die aufzusetzen. Geht's schon los?
Ja, okay, es geht los. Und was müssen wir machen? Müssen wir erraten, was da drin ist? Nein, es ist noch nichts drin. Hier kommt der erste Gegenstand. Und sagst du, wann wir da reingreifen? Ja, ja, das sage ich euch gleich. Und tut's weh? Das findet ihr dann raus. Ich möchte nicht... Wer zuerst, die richtige tut das Lösung, weh? Wer zuerst die richtige Lösung hat, kriegt einen Punkt. Und nochmal zur Erinnerung, am Ende zählen alle Punkte aus allen Challenges. Okay. Auf die Frage ein, ob ihr am Ende diese Strafe machen müsst oder ja. Der, die anderen. Wann geht's los? Jetzt. Ihr dürft jetzt reingreifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will dir zwei. Einhorn! Das habe ich Einhorn! Das habe ich Einhorn! Ich habe zuerst gesagt! Ari hat zuerst gesagt! Die Ari hat nur gesagt, Einhorn hat gesagt. Ari hat verarschen. Zuerst gesagt, Ari kriegt 10 Punkte von mir. So ist es. Es ist das haarige Einhorn. Also. Ich glaube, wir können, also jeder, wenn bei DSDN von einem Einhorn die Rede ist, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und die wir nehmen jetzt raus mit der Hand. Greifst du da gerade von außen? Das ich dachte, ich soll es rausholen. Ja, nein, du sollst deine Hand rausholen. Das haarige Einhorn ist ja eher nur haarig auf der Brust und nicht am Kopf. Ja, aber der Kopf ist doch nur das Einhorn und das haarige ist ja der Rest. Ist das drunter? Ihr spielt zu zweit, deshalb bin ich da nicht so. Deshalb, ihr habt schon recht. Ihr greift mal als den nächsten Gegenstand. Handschellen! Sehr gut. Sehr gut. Das ist der zweite Punkt. Für Ari und Maini, das ging sehr schnell. Handschellen, irgendwelche Assoziationen bei euch? Nö, gar nichts. Nächster Gegenstand, bitte. Okay. Und bitteschön. Gartenzwerg. Sehr gut. Ach, Scheiße, es bleibt sehr, sehr spannend hier. Das ist ein Punkt für Marc. Auch, ich bin ehrlich beeindruckt, wie schnell ihr seid. Den Gegenstand holen wir wieder raus. Es kommt der vierte. Oh, ist fast Sport hier, ne? Ja. So schnell wir sind. Schnupp, schnapp. Hier, warte so. Und ihr dürft zugreifen. Ah, ja. Stromschlag, Schläger! Fliegen! Ja, Fliegenklatsche! Ja. Elektronische Fliegenklatschenvernichter! Ja. Stromschlagapparat! Genau. Sag's nochmal! Elektronischer Stromschlag! Fliegenklatschenapparat! Ihr habt den Punkt? Ja! Und wer von euch hat jetzt gerade alles eingewiesen? Welches Arschloch hat das Ding bekommen. Angemacht? Ist ja gemein, wie oft wir das auch schon verwendet haben. Irgendwo da. Das Gute ist, man kennt ja immer diese Requisiten. Ja. Wir haben ja eh nur 6 im Schrank und davon müssen 5 sein. Die gute Nachricht ist, dass der Staub, dieser Windbläser passt nicht hier rein. Ja, das stimmt. David Blowie. Was war euer liebster Einsatz von dieser, so in der Erinnerung? Nie. Von dem Stromschlagapparat? Ja. Also das mag das immer nur, wenn Marc irgendwo hingreifen muss und dann kriegt er den Stromschlag. Weil ich, also diese Stromschläge, wenn sie unerwartet sind, die finde ich, da habe ich echt Schiss, das ist nicht cool. Aber es hat sich jetzt gelohnt, ihr habt 3 Punkte, Marc hat einen, vielleicht holst du jetzt noch einen raus. Die beiden sind übrigens auch immer sehr schnell, wenn ich nicht gebe. Das hat aber zweimal richtig langsam. Das hat richtig geballert. Okay, los geht's. Jetzt prescht er hier vor. Gummi, Gafferball. Das war jetzt sehr knapp. Aber Ari, du warst schneller. Hey, die Ari sagt nur Ari Gaffer. Gaffer, rein. Dann mach auch kluge Sachen und mach's kurz. Also, das heißt, ein vierter Punkt. Ganz einfach. Und ganz ehrlich, also wenn jemand das errät, dann bin ich ja das wohl. Also, ihr dürft die Brillen abnehmen. Auch diese Challenge geht an deklassiert. Ari und 4 zu 1, oder? Der zweite Punkt für dich. Wieder Luft. Das war eigentlich die schlimmste Challenge. Sehr gut, das hast du sehr gut gemacht. Ihr habt nochmal richtig eingecasht. Komm, da hört ihr das an. Jetzt habt ihr Geschenke. So klingt fast Sieg. Das Geräusch des Erfolges. Ah, toll. Oh, wir können jetzt auch mal kurz vielleicht bei der Community reingucken, was die gerade schätzen. Und noch mal fragen, ob ihr euch wirklich sicher seid. Denn eine dritte Challenge kommt noch und da könnte Marc das ganze Ruder noch mal rumreißen. Aber das Ruder rumreißen. Aus der Community höre ich, ein großer Teil ist für Ari und Maini, aber die Marc-Army existiert auch. Die also, drei Leute schauen zu. Und offenbar ist auch der Hashtag Glatze für Marc weiterhin in den Kommentaren. Das wundert mich. Aber wundert mich auch. Ne? Ja. Aber vielleicht sollten wir das echt mal machen. So. Das ist ja wirklich. Ja. Auch dann ist es einfach auch vorbei. Auch für den Sommer. Ja, das ist ein bisschen Sommer. Luftig. Ja, das stimmt. Das wäre jetzt eigentlich ein sehr gutes Timing. Schrecklich. Dein Schweiß im Nacken auch immer durch die kleinen Fusseln da hinten. Ganz schlimm. Würde alles weg sein. Ja. Heute feiern wir jetzt erstmal Geburtstag. Okay. Ja, und da braucht es ja auch eine Strafe am Ende. Und dann spielen wir Verstecken und mal gucken, wer da gewinnt und wer dann bestraft wird und wer dann eine Glatze bekommt und so. Da gucken wir mal. Das hätte auch übrigens sein Ende gefunden. Ich meine, die Grenzenfrage kam ja eben und es wurde nicht mit der Glatze beantwortet. Also ich habe gesagt schon mal, auch schon mal live, in so einem Champions-League-Finale während der Halbzeit im Mittelkreis würde ich mich vielleicht dazu überreden lassen, mir eine Glatze schneiden zu lassen.
oder was Adäquates. Da ist wieder so diese gnadenlose Selbstüberschätzung von Marc Seibold. Ja. Er hält sich für tatsächlich so wichtig, dass er beim Champions-League-Finale in den Mittelkreis gelassen wird. Und ich muss einfach nur was finden, was einfach für euch unmöglich ist. Deshalb. Und wir müssen einfach nur so einen schönen Elektrorasierer finden. Ja, Abstand ist immer noch zum Glück. Ja. Bald sind alle geimpft. Abstand, genau. Die meisten Gäste sind ja heute leider auch noch auf Abstand dabei. Einen weiteren Videogruß haben wir auch von eurem Kollegen Frank, von der Frage. Ach, der Frank. Lolo. Hi, ich bin Frank von Die Frage. Ehrlich gesagt hätte ich super viel nicht erlebt, wenn ich nicht Reporter unseres Kanals wäre. Ich hätte bestimmt nicht bei einem Pornodreh zugeschaut oder bei einer Nasen-OP. Und ich hätte mich garantiert nicht mit Meini auf einem Verkehrsübungsplatz in aller Öffentlichkeit besoffen. Ja, ich hätte vor allem nicht all die interessanten und inspirierenden Menschen mit ihren berührenden Geschichten kennengelernt. Und das ist das Allerbeste an meinem Job. Ich wünsche dem kompletten Team von Das schaffst du nie alles Liebe und Gute zum 4. Geburtstag und bin sehr gespannt auf alles, was da noch kommt. Danke, lieber Frank. In diesem Sinne, Frank, auf dich. Cheers. Ja. Da mal mit. Ach ja. Die Frage fand ich aber ganz spannend. Oder ich fand auch, wie schön er das gerade gesagt hat, was man alles erlebt und wen man so trifft. Bei welchen Challenges habt ihr besonders spannende Leute getroffen? Gibt es da vielleicht sogar Kontakte, die noch bestehen? Ja, das Spannende ist ja schon immer, dass wir oft Sachen machen, die Leute gut können. Mhm. Und die zu treffen und sie dann zu sehen, wie sie die Maschinen oder die Autos oder weiß Gott was irgendwie so manövrieren können, das ist schon immer krass. Und da sind auch echt Typen dabei. Ja. Also es ist, die bleiben dann in Erinnerung. Ja, total. Also das sind zum Teil die Menschen, die man in den Videos gar nicht so richtig sieht, die uns sozusagen hinter der Kamera unterstützen oder absichern. Also wir arbeiten öfter mit einem Stunt-Team zusammen. Also natürlich, das ist auch nicht gefaked und nichts. Also natürlich die Challenge oder die Strafe müssen wir sozusagen über uns ergehen lassen oder die Challenge selbst machen. Aber wenn ich Marc den Kran hochfahre, dann mache ich das tatsächlich selber. Also ich sitze wirklich an den Knöpfen und ziehe Marc da hoch und Marc hängt auch wirklich da. Aber im Hintergrund müssen natürlich Stunt-Leute da sein, die sich mit sowas auskennen, um ihn entsprechend einzuhängen, dass nichts passieren kann, dass das alles safe ist. Und genauso, wenn wir Marc im Kofferraum bei einer Strafe sperren und der Stuntman fährt mit ihm da über eine abgesperrte Strecke, dann ist das wirklich krass, wie die Autofahren. Also sie machen das sonst irgendwie für Spielfilme, für einen Tatort oder so. Und ich saß nur auf dem Beifahrersitz angeschnallt, Marc lag ja im Kofferraum und ich habe ihn da wirklich nicht beneidet, weil ich auf dem Beifahrersitz schon dachte, Alter, du fährst jetzt hier über diesen Feldweg irgendwie mit 120 und lässt das Auto irgendwie ausbrechen. Aber das sind halt Pros, die sowas können und es ist beeindruckend, wenn man irgendwie dabei ist. Genauso beeindruckend, das warst du ja auch dabei, fand ich auch die Christina Hammer, Boxweltmeisterin, die mal Marc dann verprügelt hat. Alter. Wenn du direkt, also das sieht man ja schon im Fernsehen oder so ein Boxkampf und was die so drauf haben, ne? Das sieht ja schon krass aus. Aber wenn du direkt am Ring daneben stehst, was für eine Urgewalt das dann irgendwie auf sich einschlägt. Was auch richtig krass war am Anfang, also Viertelstunde vor Kampf, macht sie sich warm. Ich wollte sie noch was fragen. Der Trainer sagt, nee, die ist schon im Tunnel. Wir dachten, Kampf gegen Marc. Hier wird da jetzt hier. Aber sie geht in den Tunnel. Ja. So. Und dann stand sie an der Ecke und wir standen neben ihr. Und es ist wirklich mit vollstem Respekt, das ist eine krasse Frau, wie ein Pferd in der Box. Die hat so gepumpt, also du hast richtig gemerkt, Alter, die ist on fire. Fuck. So, und dann ist sie da nun rein, ne, und hat ihn auch immer so provoziert. Klack, klack, ne, wie sieht's aus? Klack, klack, provoziert? Die hat mir einfach heftig eine reingeschlagen. Nee, erst hat sie sich provoziert und wenn sie das mal wollte, dann hat's geknallt. Und das Geile war, wir hoffen, dass man das zeigen konnte. Es ist ja sehr anstrengend, erstens die Hände hochzuhalten und zweitens das abzufedern. Mhm. Und es gab diese wunderschöne eine Szene, wo man merkte, dass Marc so macht. Und man merkte, er wollte kurz eine Pause haben. Und ich glaube, sein Brain bei seinem Sport denkt sich, ich zieh mal kurz runter, um dann wieder hoch. Und er macht runter, pam! Oh, das war so toll! Vor allem, ich habe es ja selbst gecheckt, wenn ich die Arme hochgenommen habe, hat es unten irgendwo eingeschlagen, dann habe ich sie runter und dann hat es oben wieder... Ja. Und aber sind das manchmal Skills, die man dann auch irgendwo im Alltag wieder gebrauchen kann? Da hat man einfach nur Angst und will, also dass es schnell vorbei ist. Also ich will nicht, dass ihr den umboxt, aber manchmal sind sie, also man lernt ja so... abseitige Menschen kennt man normalerweise nicht. Das einzig Gute ist, wenn man abends in der Bar ist und man hat schon immer
ein, zwei Geschichten zu erzählen. Ja, du kannst dann viel das davon stimmt. erzählen, was du so gesehen was hast ich an dem erlebt Tag. Hab. Das ist doch schön. Ja. Und, was wir für dich erlebt haben. Genau. Ja. Und tatsächlich ist es bei mir so, dass durch das schaffst du nie. Manchmal kriegst du ja so eine Aufgabe, wo du denkst, fuck you, ey, was soll das? Und am Ende machst du das aber. Irgendwie kriegst du es hin. Und seitdem, vorher war ich schon sehr überzeugt, wenn man das wirklich will, dann kriegt man das hin. Und jetzt denke ich mir bei ganz vielen Sachen, lerne ich, komm, mache ich. Easy. Ja. Ja. Das wir bauen ein Haus. Genau. Da lerne ich schon irgendwie. Easy. Also, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, so ganz ernsthaft. Also, man macht auch bei unseren ganz absurden und bescheuerten Sachen irgendwie sich selbst zu überwinden, so den inneren Schweinehund zu überwinden, das kannst du in deinem echten Leben tatsächlich gebrauchen. Du weißt, okay, ich habe schon das andere geschafft und auch überstanden und am Ende ging es irgendwie und das schafft man dann auch sonst mal im Leben, also dafür hilft es wirklich. Und bei anderen Sachen ist es so, dass man auch einfach mal so psychische oder körperliche Grenzerfahrungen macht, also was man vielleicht von außen gar nicht so wahrnimmt. Ich meine, 24-Stunden-Challenges, egal was es ist, ist immer sehr anstrengend. Aber als wir 24 Stunden im Regenwald waren und diese 1000 Bäume gepflanzt haben, also das war für mich zumindest wirklich körperlich das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe. Weil irgendwie du bist tagsüber bei 28 Grad, ja. Dann regnet es, dann wird es nachts kalt und du pflanzt kontinuierlich Bäume. Also ich war nie so nah der Ohnmacht wie da. Also ich habe die letzten 2 Stunden immer gedacht, wenn ich gleich die Augen wieder aufmache und da steht irgendwer vom Team und guckt mich an und gießt mir irgendwie Wasser ins Gesicht, würde es mich nicht wundern. Es ist dann nicht passiert. Aber am Ende hilft mir so eine Erfahrung auch, weil ich dann denke, okay, das ist offensichtlich die Grenze. So funktioniert dein Körper bis dahin. Und das finde ich auch spannend. Das hätte ich ja sonst niemals erlebt. Die Bornesen übrigens, wir standen ja da, also dann kamen diese kleinen Wessis da an, ne, auf diese Insel im Nirgendwo. Da haben wir mittags angefangen und mittags aufgehört. Und die Bornesen, die auf der Straße daneben gefahren sind, wurde uns später erzählt, haben dann in ihrem Dorf erzählt, diese Wessis, komplett irre, kommen hierher, arbeiten 24 Stunden am Stück. Warum? Warum? Ja, okay, und jetzt fragen ja die wieder. Die sind bescheuert. Tu! Ja, gute Frage. Eine weitere gute Frage ist auch noch aus der Community gekommen, und zwar von Simone. Hallo, DSDN. Ich hätte eine Frage an alle. Sehen eure Familien oder Freunde die Challenges? Und wenn ja, gab es da mal am selben Abend einen Anruf oder Nachricht mit der Frage, geht's dir gut? Ich würde sagen, leider ja. Ja, meine Mutter hat auch schon mal gefragt, so geht's dir noch ganz gut. Aber ich glaube, die hat das anders gemeint wie deine Mutter. Ja, meine Mutter sagt auch öfter, also irgendwie, da ist er zu weit gegangen. Ne? Wieso macht dir das so? Das möchte ich nicht sehen. Echt? Ja. Also, bei mir hat sie noch nicht angerufen. Also das schaffst du nie. Das ist nicht das ideale Format für Mütter. Ich glaube, das zieht sich so durch. Marks Mutter schämt sich für Mark und unsere Mütter sorgen sich sad um. But true. Ja, aber alle. Was war sowas, wo die wirklich ernsthaft besorgt waren? Besorgt. Das Ding ist ja, ich erzähle ihr das bewusst immer viel später. Und dann so zusammengeschnitten geht's ja. Weil man wird ja auch hier und da mal ein bisschen ausfallen. Das wird hier und da vielleicht auch mal ein bisschen rausgeschnitten, weil dann auch die Seele wirklich am Boden zuckend liegt. So. Aber was fand sie am schlimmsten? Also den Marathon fand sie am besten. Das war die erste Folge, dann hast du gemerkt, okay, passt, meine ich. Also ich glaube, nicht richtig wenn schlimm so böse und sorgenvoll wird jedenfalls die dritte Challenge, weil dafür müssen wir nur wieder an die Buzzerpulte. Da werde ich euch jetzt mal hinbitten. Das mag ich gern, diese Pulte. Die finde ich gut. Ja, ich finde die auch. Das die nehme ich jetzt öfter mit. Ich meine, die stehen euch auch gut. Ja. Da kann man sich einfach so... Ja, genau. Es hat sofort so was Offizielles bei dir. Ja. Diese... Oh, geil. Machen wir jetzt auch so Sprüche? Hallo, mein Name ist Ariane. Und wenn ich mit dir fertig bin, dann klingeln aber die Glocken. So, dann muss der andere. Wo ist Kai Pflaume? Ja. Ja. Das liebe ich immer. Kai Pflaume ist empathisch genug fürs ARD-Hauptprogramm. Aber wobei Ehrenpflaume ist ja auch hier, der ist ja auch YouTuber jetzt. Kai Pflaume ist jetzt auch YouTuber, aber wir freuen uns trotzdem, dass du hier bist. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich sehr aufs nächste Spiel. Das ist auch nochmal, hat so ein paar Throwback-Momente gehabt, auch für mich jetzt, als ich das in der Vorbereitung angeguckt habe. Die Challenge heißt, hast du gesehen? Wir spielen wieder 5 Runden. Wir schauen,
Spaß. Für meine, wie viele Punkte kann man machen und wie viel steht's, damit ich so ein bisschen... Schlecht für dich. Also ja, pass auf, ich bin jetzt gerade zu faul zu zählen. Ich muss es wissen. Ich weiß, dass du zwei hast und hier haben wir ein paar. Okay. Also genau. Aber das, was wir jetzt machen, um hier noch ein bisschen das noch mal für dich möglich zu machen, oh, da wird ist Spannungsmusik doppelte eingespielt. Punktzahl. Wie? Also, ihr könnt jetzt 2 Punkte pro richtiger Lösung bekommen. Mhm. Wir spielen, wie gesagt, 5 Runden. Okay. Und wir schauen ein bisschen, wir machen ein bisschen way back memory lane. Wir schauen in alte Challenges rein. Ah, und ihr müsst bitte ganz genau hinschauen. Das ist unfair, weil er war bei jeder Challenge dabei und wir nur zu 50%. Ich guck den Scheiß doch privat nicht. Entschuldige mal bitte. Ari, also, wenn du jetzt ganz fokussiert bist, dann kannst du das trotzdem alles schaffen. Geil. Wir werden sehen. Also bereitet euch darauf vor. Ich könnte nach allem möglichen fragen. Hier kommt Clip Nummer 1. Erst mal anschauen. Ach so, erst anschauen. Mhm. Oh, fuck! Yes! Das war so schön. Da wart ihr auch alle dabei. Das war definitiv einer der schlimmsten Tage. Oh, das war so schön. Das war wirklich schön. Was hatten wir für einen schönen Tag, ja, Sebastian? Wirklich? Und jetzt kommt die Frage. Ich kann mich an nichts erinnern, außer an die ersten 3 Fahrten. In welcher Hand hatte der Kameramann die GoPro? Respekt, das ist korrekt. Oh, korrekt. Ja. Ein Punkt für Team Crazy Boy. Ari Meini. Dass der Chris Rechtshänder ist, weiß wirklich jeder. Und hier kommt die nächste Mann. Ja. Sehr gut. Ja, rechte Hand. Ich weiß, ja, stimmt. Wir haben den Punkt. Ja, also, und du hast zumindest verstanden, wie das Spiel funktioniert. Hast du sehr schnell reagiert. Sehr gut. Sehr gut. Ari ist immer ein bisschen Buzzer. Dann kommt hier direkt der nächste Clip. Richtig bitter, wenn man 6 Stunden bereits auf dem Fahrrad sitzt und dann hängen die sich einfach mit aller Kraft da hinten dran. Kopf vorbei! Niemals! So, auch hier, ich sehe, ich habe gerade gesehen, wie das da in dir zurückging. Ich möchte wissen, wie lange saß Ari zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Rad? 6 Stunden. Das ist korrekt. Ich habe die Roller Girls da durchgezählt. Also. Ja. Tja, auch eine Strategie, wer weiß, vielleicht könntest du das noch gebrauchen. Wir sehen einmal die Auflösung. Richtig bitter, wenn man 6 Stunden bereits auf dem Fahrrad sitzt und dann hängen die sich da war's. Toll, Marc hat sich noch daran erinnert, was er selbst gesagt hat. Das ist ja schon eine Leistung. Das ist schön. Ja. Wir gucken mal, wie ihr jetzt leistet. Hier kommt nämlich Clip Nummer 3. Okay, also es braucht noch einen Moment, aber ihr fokussiert einfach. Wir sind jetzt, Achtung! Das macht mir jetzt meine Chance. Der geht pissen. Wie sitzt die Frisur von Marc Seibold? Schlecht! Schlecht! Das ist leider nicht... Schade! Schade! Mann! Aber okay. Ich möchte natürlich gerne wissen, welche Farbe hatte die Papiertüte im Gelb? Sehr gut. Wie Aris Hose. Das sah auch irgendwie so schmerzhaft aus. Ja, ich war überrascht, wie krass dieser Reifen explodiert. Ich hatte wirklich Tinnitus so 2 Tage dabei. Ich dachte, da kommt dann so... Erzähl uns doch mehr über dein Leid. Aber es explodiert halt richtig krass. Also es war auch Bildungsauftrag. Jetzt weiß man, wie ein Reifen explodiert, wenn man mit dem Teppichmesser dagegen stößt. So, Kids, deswegen müsst ihr das nicht mehr machen. Schauen wir uns noch mal kurz an. Das macht mir jetzt meine Chance. Der geht pissen. Scheiße.
So, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Ja, und das ist auch nicht unbedingt zum Nachmachen empfohlen, sagen wir es doch. Nein, gar nicht. Gar nicht zum Nachmachen. Nein, nein, nein. Nee, das macht man nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht nochmal. Nee. Sehr gut. Aber es ist doch schön, wenn man an so einem 4. Geburtstag dann zu so einer Einigung immerhin schon mal kommt. Ja. Vielleicht könnten wir mal mit dem Roller über die Alpen fahren. So eine kleine Vespa. Ja, das kannst du dann ja mal alleine machen. Ja. Und mal gucken, wer da hinterm Baum steht mit dem Teppichmesser. Wir gucken erstmal den nächsten Clip an. Grenzen müssen überschritten werden. Der Pinkeleimer. Ich tue es jetzt ins Wasser. Geh raus. Geh so raus. Tief, so tief wirst du nicht sehen. Geh raus. Na, das wirst du nicht sehen. Mein Berg, geh raus. Ah! Geh raus, mein Berg, du schwimmst. Geh raus! So. Welche Farbe hatte der Flaschendeckel, ist die Frage. Da frage ich ganz keck, welche Flasche? Der Flaschendeckel? Kriegt er einen Punkt, wenn wir es falsch sagen? Nein. Hey, die Flasche kommt doch... Blau! Blau, würde ich auch sagen. Also wir sagen zusammen blau. Ja. Wir können ja nur einen mit einem... Dann sage ich orange. Blau ist richtig. Gleich einmal in die Auflösung. Ja, natürlich blau. Es kommt... Grenzen müssen überschritten werden. Der Pinkeleimer. Ich tue es jetzt ins Wasser. Geh raus. Geh so raus. So tief wirst du nicht sehen. Geh raus. Na, das wirst du nicht sehen. Mein Berg, geh raus. Das wäre, glaube ich, auch was, wo meine Mutter mich besorgt angerufen hätte. Das ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie die Reaktion meiner Mutter war. Aber da war das noch relativ neu. Das war die erste 24-Stunden-Challenge, die wir gemacht haben. Und das halten Eltern grundsätzlich für wahnsinnig. Spannend. Und für manchmal auch ein bisschen niveaulos tatsächlich. Kurz, falls die Leute es nicht kennen, es war keine Pisse. Also es war nicht, es war... Spoilerst du das jetzt hier? Nee, das, nicht das hier, also... Naja. Das wusste ich aber nicht. Wie lange dachtest du denn, dass es welche wäre? Naja, ich hab das, also im ersten Moment habe ich das natürlich gedacht, weil tatsächlich war das mein Eimer, den ich genutzt hatte vorher. Deswegen war das alles realistisch. Es war dann allerdings relativ schnell so, als ich es reingekippt habe, hat man dann doch gemerkt, dass es nach Orangenlimonade riecht. Ah. Und dann konnte ich ihn entlarven. Deswegen bin ich dann auch sitzen geblieben, weil... Aber vielleicht waren noch 2-3 Tröpfchen unten im Eimer drin, weil ich den nicht ganz so gut ausgemacht habe. Das vertiefen wir jetzt vielleicht nicht, sondern wir schauen ganz genau hin beim letzten Clip. Hast du das auch gehört, Marc? Hast du das... Was? Oh mein Gott! Ich glaube, es ist das haarige Yeti-Einhorn. Ja, und wir wollen jetzt wissen, welche Farbe hatten die Schuhe vom haarigen Einhorn? Es war ganz kurz zu sehen. Was ist deine Antwort? Weiß. Meine Antwort ist richtig. Für dieses Spiel braucht man wahnsinnig viel Wissen und Intelligenz. Wir kommen mal kurz rein. Weiß, okay. Ja, du kannst es anscheinend nicht. Okay. Wow. Hast du das auch gehört, Marc? Hast du das... Tja. Tja. Sehr gut. So, das heißt, wir begeben uns vielleicht mal kurz zurück an den Tisch, Gedächtnis, um das doch auszuzählen. Ja. Komm mal kurz mit. Du wusstest, welche Schuhfarbe Joko an... Jetzt habe ich verraten. Sag mal! Nein, das verraten wir ja nicht. Wer das haarige Einhorn ist. Sag mal. Also, wir hatten tatsächlich 4 richtig beantwortete Fragen bei euch. Bei das doppelter ja Punktzahl. Genau, also ich habe hier schon mal 1, 2, 3, 4 und. Oh, nicht, dass das Gefäß doppelte überläuft. Doppelte Punktzahl. 1, 2, 3, 4. Ah, stell lieber hin, sonst gibt es noch einen Bruch. Ganz schön Marc schwer, ich stelle es mir vor. Krieg ich auch noch. Ach, du bekommst deine. Guck mal. 2. Oh, und jetzt wollt ihr vielleicht mal kurz auszählen. Guckt doch mal kurz, jetzt möchten wir natürlich auch den genauen. Dann nehme ich mir jetzt aber viel Zeit. Zeit. Ja. Ja. Also ungefähr? So zwischen... Noch einstellig? Zwischen 1 und 4. Zwischen 1 und 4, ja. Und Ari? 1. 1. Ja. 2. 2.
Ich würde auch noch mal drei. Drei. Ja, selbstverständlich. Vier. Also, ich meinte an seiner Stelle, ja, aber ich würde mich lieber ein. Sechs. Sieben. Vielen Dank. Acht. Sehr gern. Neun. Ja. Zehn. Zweistellig. Ach, immer noch nicht fertig, dann kriege ich auch noch einen. Zwölf. 13. 14. 14! Das bedeutet, Marc, für dich blüht heute noch eine Strafe, trotz Geburtstagsfeier. Ach, ärgerlich! Hey. Auf dich, Ariane. Sebastian, Mann, Eva, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Auf euch. Hey. Marc, ich weiß nicht, ob du schon eine Ahnung hast, was das sein könnte, diese Strafe. Aber interessant fand ich ja, dass Marc gerade gesagt hat, da kommt was. Das sieht ja wunderschön aus. Es geht hier nicht, es ist kein Wellnessurlaub, den es zum Geburtstag gibt. Und ehrlich gesagt heißt das auch nicht, dass du dich ausziehen musst, sondern, lieber Marc, dass du dich umziehen musst. Du darfst jetzt noch einen Schluck trinken und dann bitte einmal hinter die Bühne. Und dich umziehen. Es ist aber ein bisschen unfair, das muss ich an der Stelle sagen, hat Marc ja gerade auch schon erwähnt, dass das Spiel einfach für ihn jetzt nicht intellektuell genug war. Nein. Weil Marc war natürlich jetzt ich auf Fragen alle, gefasst. Ich kenne alle, das schaffst du nie. Auswendig kann ich die mitsprechen. Genau. Und das war halt jetzt. Und das kannst du hinter der Bühne auch gerne noch mal üben. Vielleicht hilft dir das, nachher diese Strafe besser zu überstehen. Was kommt da jetzt für ein Quatsch? Also ich dachte schon, dass wir gewinnen, aber so horrend. Also ist mir jetzt fast auch ein bisschen unangenehm. Ist unangenehm, ja. Ja. Gut, dass wir im ersten Spiel ihm quasi den Punkt geschenkt haben mit unserem Arimani-Morph da. Ne? So kommen wir sympathischer rüber. Ja, echt. Das ist das ist apropos schön. Sympathisch. Es gibt noch weitere Fragen aus der Community. Den oder wie? Hier ist eine. Meine Frage lautet, ob ihr auch Privatkontakt habt oder nur in der Arbeit? Nur in der Arbeit. Das war Thomas. Thomas nur in der Arbeit. Guck dir den Typen mal an, Alter. Nö. Ja, also, ungern. Wie soll man sagen, ne? Wir sind eine Zweckgemeinschaft. Mhm. Also ja, es kann sich schon mal ergeben, dass man hier und da vielleicht auch mal nach Feierabend noch mal kurz sich austauscht. Aber ja. Das ist wie Joko und Klaas, die machen ja privat auch nichts. Ja. Weil die sich ja so doll haben, immer. Ja, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Also wir verbringen tatsächlich schon viel Zeit miteinander und natürlich wissen wir auch sehr viel übereinander. Und wenn wir jetzt in der Corona-Zeit machen wir die Challenges ja oft auch eher so hier in München und reisen nicht mehr so viel dafür, aber wir sind ja früher auch mehr gereist und dann bist du halt mal im Hotel und dann sitzt du abends da und so. Also man hat schon dann auch persönlich und privat was miteinander zu tun und da verstehen wir uns normalerweise auch ganz, ganz gut. Ari und ich sicherlich etwas besser als wir mit Marc. Vor allem nach den 72 Stunden. Ja, das hat ja das richtig stimmt. zusammengeschweißt. Ja. Das denkt man ja gar nicht. Da merkt man erstmal, ist man ein gutes Team, ja oder nein? Da merkt man es auch, also generell bei allen Challenges, die so wirklich hart sind, dann geht wirklich die Mauer runter, die Tür auf und da ist deine Seele. So. Und wenn du die dann anpiekst, dann wirst du richtig sauer, weil du so wehrlos bist. Und dann merkt man halt, wenn man ein gutes Team ist, finde ich, dass der andere quasi dann sich schützend vor die eine Tür stellt und der andere vor die anderen. Haben wir das deswegen, glaube ich, sehr gut hingekriegt in diesen 72 Stunden. Das stimmt. Die haben jetzt speziell die Beziehung, die Ari und ich miteinander haben, das hat sich nochmal dadurch ganz verändert. Mhm. Weil das ist, glaube ich, wenn der Regenwald, diese Challenge, körperlich das Anstrengendste war, dann war das sicherlich körperlich auch anstrengend durch den Schlafentzug und so, aber vor allem mental das Anstrengendste, wenn du 72 Stunden am Stück eine Sendung moderierst. Also es ist komplett irre, aber weil wir das im Team gemacht haben und ich sehe das genauso, nur deswegen haben wir es überhaupt geschafft und das hat dann irgendwie auch, ich glaube, wir haben uns krass gut kennengelernt, obwohl wir uns die ganze Zeit, also wir kannten uns vorher schon ganz gut und die ganze Zeit haben wir uns ja eigentlich mit Gästen beschäftigt, aber trotzdem spürt man den anderen dann so, wie ist sie gerade, jetzt werden wir richtig romantisch und philosophisch. Ja, aber da seht ihr doch mal alle, was dieses Format könnte. Ja. Man kann auf einmal auf ein ganz anderes inhaltliches Niveau kommen, sobald er einmal den Raum verlässt. Schön, mal Gefühle. Ja, aber nicht mit so einem 13-Jährigen. Hochgehen im Niveau, gehen wir noch mal runter. Jetzt noch mal runter. Wenn Marc denn jetzt mal endlich kommt. Marc, wie schaut's aus da hinten? Ja. Okay, er zieht sich selten selbst an. Viel wird von seiner Mutter rausgelegt und so, sagt er selber. Und da hat er manchmal vielleicht noch ein bisschen Struggle. Da müssen wir ein bisschen warten. Ne? Und da sind wir auch wieder Ehrenamt. Ja, sind wir einfach genügsam. Genau. Ich fand es auch ganz gut, dass wir jetzt einmal mal kurz die vier anspruchsvolle Minuten hatten. Ja. Ne? Ein bisschen so ein paar Markus-Lanz-Momente. Genau. Ja, und weil das ist nämlich interessant. Ja. Das interessiert mich. Ja. Was würdet ihr euch denn für die Zukunft wünschen für das Schaffst du nie? Mehr Respekt. Von wem? Von ihm oder der Community? Nee.
und von der Community, dass auch Mantrailer-Hunde als unfair eingestuft werden. Also ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass die Community richtig geile Versteckenvorschläge raushaut. Und mehr Hashtag Glatze für Marc. Ja. Finde ich, wir müssen den Druck erhöhen. Ja? Es hat wirklich, hat einfach sonst keinen Sinn, Leute. Und vielleicht, dass wir es körperlich und mental noch so, dass wir den 5. Geburtstag noch erleben. Das weiß man ja aber gar nicht. Den dann hoffentlich auch wieder groß feiern können. Gibt es dann eigentlich irgendwie nur eine Challenge, wo ihr immer denkt, boah, wenn wir noch mal ein Batzen mehr Budget haben oder irgendwie endlich den richtigen Kontakt oder weil ihr an irgendeinen Ort müsst oder das mit irgendwem machen wollt, gibt es da was, was ihr so auf eurer Bucketliste? Da gehen Sebastian und ich mal schön wellnessen. Weißt du? Das wollen wir mal schauen. Naja, 24 Stunden Wellness haben wir eben schon gesehen. Ob das so spannend wird, weiß ich nicht. Und 24 Stunden im Whirlpool ist dann doch gar nicht so viel Wellness, wie man meinen könnte. Also, wenn ich jetzt einfach mal irgendwie so rumspinnen würde, das, was ich glaube, was eine unfassbar krasse Erfahrung sein muss, die man auf der Erde so eigentlich auch nicht machen kann, ist Schwerelosigkeit. Also, wenn mich irgendjemand mal ins All schießen würde, für das schaffst du nie. Da würde ich mich sogar ein bisschen freuen, wenn das irgendwann auf der Karte steht, wenn Marc den Umschlag reicht. Es gibt ja, ich liebe ja Segeln, und es gibt die sogenannte Barfußroute. Die ist, ich glaube, von den Kanaren in die Karibik über den Atlantik. Dauert in etwa 21 Tage. Ich glaube, das ist easy. Es heißt fucking Barfußroute. Da machst du einmal die Segel, ja, setzt du, und dann schiebt der Wind dich darüber mit Marc Seibold. Auf einem Boot 21 Tage und um dich rum nur Wasser. Das ist die fucking Challenge. Aber mal sehen. Träumst du davon? Aber weil ich so gerne segeln möchte. Ich würde da auch damit. Naja, kurz nach den Kanaren schubse ich den Typ raus. Ja, gut. Und dann ist aber Halligalli auf dem Boot. Du. Da wäre ich auch dabei. Wir machen daraus einfach die 24-Tage-Challenge. So. Und das ist eine gute Idee. Das finde ich gut. Ja. Ja. Vielleicht können wir das ja auch dann ohne Marc machen. Vielleicht kommst du mit. Ja. Bist du seefest? Ich bin nicht so sicher, ob ich da nicht seekrank werde. Ach, also, dann hauen wir dich da in so eine kleine. Ach du, da man. Tabletten. Früher, ja, Tabletten auch, und ja. Früher hat man einfach. Also, weil tatsächlich Seekrankheit ist Selbstmordgrund Number One, weil das so unerträglich sein soll. Da bindet man den einfach dann den Menschen am Bett fest. Und hier kommt Selbstmordgrund Number Two. Also, den lustigsten Moment des ganzen Geburtstags hatte ich gerade da hinten bei diesem Ding anziehen. Das ist doch schön. Ja, Marc, das sieht gut aus. Ich bin auch schon gespannt, wie das nachher riecht. Jetzt siehst du aus. Du darfst gerne schon mal hier. Sag mal, hatte ich den an bei diesem. Ich weiß nicht. Bei dem Laser? Das könnte ungefähr deine Größe sein, Ari. Guck mal, ich hatte aber auch so einen Baggy-Pen-Ausschnitt. Ja. Er sieht jedenfalls aus. Eher so wie eine Leberwurst in der Pelle. Stell dich mal vielleicht ein bisschen genau, mehr vor. Genau, weil sonst sieht man dich gar nicht. Ach, von hinten sieht herrlich. Wirklich sehr schön aus. Ja. Und dann ein bisschen was zerrissen. Ja, okay. Naja. Aber zum 4. Geburtstag kann man sich auch mal eine neue Requisite leisten. Ja. Ich würde dich sehr gerne schon in dieser Badewanne platzieren jetzt gerade. Ich bin ja ganz gespannt, was jetzt passiert. Also, das ist ja, jetzt setz dich erst einmal. Noch passiert hier gar nicht viel. Also, wir du hast genug Zeit, dich da erst mal einzurichten. Das wird doch jetzt schon wieder Quatsch. Oh, da ist was im Schritt gerissen. Okay, also du darfst dich, machst dir ganz gemütlich. Dass er immer gleich so angeben muss, ne? Ja. Machst dir ganz gemütlich, denn wir haben auch noch einen weiteren Geburtstagsgruß. Ach toll. Hey, Freddy. Ja, komm. Na, alles gut. Du, ich wollte dir nur eben sagen, unsere Funkkollegen hier, das schaffst du nie. Die werden 4. Oh, wie süß, die Kleine. Was sagt man einem Vierjährigen zum Geburtstag? Das hast du fein gemacht. Ja, und nicht so viel Schokolade. Nicht so viel Schokolade. Ja, nicht so viel Schokolade. Nee, aber wir gratulieren ganz herzlich, ne? Das, ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr cool. Aber, oder ist der 4. Kanalgeburtstag, ist das, weil die irgendwie sich einen Kanal gebuddelt haben? Die haben gewettet, dass sie es nie schaffen, 4 Kanäle zu buddeln. Und das haben sie jetzt geschafft und das feiern sie jetzt, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Nee, cooler Kanal, coole Videos. Da freuen wir uns mit und schicken Happy Birthday. Happy Birthday to you. Und wir sollten noch erzählen, irgendwas Irres, was bei uns mal auf dem Dreh passiert ist. Ich glaube, unser erster Dreh, den wir je hatten, war mit Tim Wiese damals, ne? Genau, ich weiß nämlich, wie das unter seinem Arm riecht, denn meine Nase und auch deine Nase war unter seinen... eingeklemmt. Genau, also Tim Wiese hat uns in Schwitzkasten genommen. Es war nicht ganz abgesprochen, aber trotzdem sehr schön. Ja, es war schön
irritierend und es war auf jeden Fall eine Erinnerung. Ja. Ich kann es noch nicht so ganz einordnen, welche Schublade, genau. Es ist eine Erinnerung. Wir hoffen, dass es bald alles lockere wird und wir auf eurer nächsten Party zusammen feiern, einen trinken und dann können wir das mit Tim Wieser auch nochmal genauer erzählen und aufarbeiten. In dem Sinne, tolles Fest euch, liebe Grüße von Freddy und Jakob und Wumms, dem ganzen Wumms-Team. Tschüss. Macht's gut, ciao. Ciao. Ja, Schokolade hatten wir heute. Vielen Dank. Schwitzige Erinnerungen vom Wumms-Team. Kommt da noch jemand ins Schwitzen gerade? Gerade und jetzt kommt Tim Wiese und legt sich zu dir. Oh, wäre das toll. Ja, Tim Wiese wäre toll. Das machen wir nächstes Jahr, wenn Corona-Maßnahmen wieder gelockert sind. Sehr guter Hinweis. Was kommt denn jetzt in diese Wanne und woher kriegen wir das? Seine Haare? Was die Leute abgeschnitten? Nicht wissen, Backstage steht die auch immer. Die Wanne? Ja. Steht auch das immer Backstage? Ja. Bevor ich oh, danke. Das ist ja widerlich. Das ist ja mein Pinkeleimer. Ah, du hast ein Leberproblem. Alter. Ja, zeig mal kurz, das sieht man jetzt gar nicht so gut. Aber sagt unser Betriebsarzt auch. Was ist das? Das ist ja wer möchte das? Wer möchte das von euch sehen? Wer möchte reingucken? Ja. Was ist das? Ja, man weiß es nicht ganz genau. Das finden wir dann raus. Ja, willst du mal dran riechen vielleicht? Ich glaube, das ist eine Chemikalie, die sozusagen automatisch eine Glatze produziert. wo das hinfällt, wächst kein Haar mehr. Hoffentlich ist es wie du, ätzend. Aber so ein gutes Bad, also das dürft ihr ihm jetzt quasi einlassen. Oh, das ist ja toll. Ach, ja. Und das glitzert ihn mal so richtig. Aber das putzt schon mal ein bisschen rein. Machen wir mit Liebe, oder? Genau, ja, mit ganz Liebe, genüsslich. Davon rutsch mal davor. Du kleiner Froschier. Hier haben sich auch eben Freiwillige erklärt, dafür nachher zu putzen. Das heißt, Das heißt, man kann jetzt, möchtest du kurz reinschauen? Aber riecht gut. Ja, es riecht gut. Riecht gut. Ich teste es nur mal, ob das irgendwie weg ist. Ja, teste mal ein bisschen, aber nein, ich glaube. Nein. Nee, da passiert nichts. Nein. Na, aber ist nicht. Ach, das klebt ja. Das klebt ja. Ach, ich möchte auch mal ein bisschen rum. Das ist auch richtig viel. Du, da warten wir mal. Warte. Ich finde das einen schönen Auftakt auch für euer fünftes Jahr. Also, guck. Jetzt fühlt sich irgendwie ein bisschen lustig an. Man hört dich gar nicht mehr. Das Auge ist ja auch mit. Oh, du siehst so süß, lecker aus, wie so ein Gletscherbonbon. Okay, und Marc, willst du vielleicht noch einen kleinen Gruß an die Community richten, jetzt, wo du hier so. Also, Marc, ganz ehrlich. Wir müssen dir jetzt gleich die Haare abrasieren. Ja, das kannst du nie daraus. Also es muss eine Glatze geben, weil alles andere, das willst du oder selbst wir packen nicht. Dich, das ist bestimmt wie bei Kaugummi, wir packen dich einfach in den Tiefkühler. Dann guck dir das an, wie es glammert und glitzert. Ach, ist das toll, du sahst noch nie so gut aus. Ja. Also das hätte ich echt gar nicht gedacht, dass das so ein Effekt hat, dass man so viel aus Marc rausholen kann. Oh Gott, das ist dann immer, die Kameras sind aus und dann macht man 3 Stunden diese Scheiße runter. Nein, normalerweise machen wir 3 Stunden diese Scheiße von uns runter. Ja. Oh, vielen herzlichen Dank. Ja, ach komm. Aber ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal bedanken. Für 1 Jahre Treue, ihr uns so brav zuschaut. Es war sehr schön. Sie uns auch. Mir Vorschläge für das Verstecken. Das machen wir auf jeden Fall. Marie. Und ansonsten freue ich mich auf unseren nächsten Geburtstag. Nimm doch bitte mal das Glas. Danke auch, Eva, dass du da warst. Oh Gott. Lieber hier. Das war sehr schön. Auf Eva, euch. Vielen herzlichen Dank. 4 Jahre DSDN. Ja. 4 Jahre. Komm bitte wieder vorbei. Also so eine neutrale, professionelle Moderation, die brauchen wir öfter bei der Show. Guck, wie das geändert hat. Ja. Wunderschön. Auf keinen Fall. Sehr gut. Also hier endet unsere Geburtstagsparty. Vielen Dank. Hier oben findet ihr nochmal einen richtigen Throwback, nämlich die allererste Challenge, die es bei DSDN gab. Hier lasst ihr bitte direkt ein Abo da, um auch den 5. Geburtstag nicht zu verpassen. Und natürlich, schaut euch an, was unsere liebe Kollegin Eva macht. Alles unfair. Video von der Eva. Vielen Dank, dass du da warst. Leute, wer ist dafür verantwortlich? Fake! Die Geschenke sind alle fake. Aber danke für euch. Ihr seid unser größtes Geschenk. Es ist genau. Ins Auge gegangen und ich sehe nichts mehr. Liebe an euch. Und diese Geschenke, die sind sicherlich von dir.